Hallo Leute und willkommen zum Manga-Update im Oktober. Diesmal starten wir hier mit Planet Manga. Ja, hier haben wir den ersten Manga, ist Teil 3, 12 Beast. Das ist ja der Zeichner von Monstermädchen, wenn ihr den kennt. Es gab ja auch von Monstermädchen so ein Spin-Off. Ja, aber da hat mir die Zeichnung irgendwie gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob das dann auch der gleiche Zeichner ist, weil es war mehr so auf lustig gemacht. Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall bleibe ich bei der Serie Monstermädchen und Beast. Beast ist mehr so wie Monstermädchen, aber dann mehr so in Richtung Fantasy. Und ich mag eigentlich Mangas, die so im Fantasy-Bereich gehen. Ja, das Cover passt schon ganz gut zu Halloween, finde ich. Das sieht so ein bisschen zaubermäßig aus. Und wenn sie jetzt hier noch so einen Kürbiskopf dabei hätte, wäre es, glaube ich, perfekt. Ja, diesmal ist der Manga so gestartet, dass die so eine Strandparty hatten. Ja, und ihr wisst es, Bikinis, Edgy, lalala, tralala. Habe ich erst gedacht, naja, der wird jetzt nicht so gut, aber es wurde besser. Die sind ja auf der Suche nach dieser Hexe, haben diese Hexe dann auch gefunden. In so einer Stadt, wo dann halt auch die anderen davon wohnen, von diesem Meereswesen. Und diese Stadt wird dann angegriffen von so einem, seht ihr hier hinten drauf, das ist so ein Teil, hier so ein Roboter-Wurm oder wie das ist. Und der greift dann halt die Stadt an. Und er hier verbündet sich dann halt mit sie und mit der ganzen Bevölkerung der Stadt und kämpft dann gegen diese Schlange. Ja, ich schaue mal, ob ich da was von zeigen kann von diesem Manga. Hier kann ich euch mal so die halbe Farbseite zeigen, aber nicht zu viel, es wird noch viel freizügiger. Ja, der Zeichenstil, ich mag ihn sehr, ist Geschmackssache. Ihr seht ja das auch und es ist teilweise auch sehr lustig gezeichnet. Aber ich mag diesen Manga. Die fliegen dann halt hier mit den beiden da zu dieser Stadt hin. Und ja, wie gesagt, die lernen dann die Hexe dann genauer kennen. Und er hat hier das Problem wieder, diese Schlangenfrau ist dann manchmal sehr sexy. Und er kriegt natürlich dieses besondere Nasenbluten, wenn ihr wisst, wie das meist so in dem Manga ist. Und hier seht ihr einen Angler, der gerade ganz unvermutet angelt. Und ja, dann hat er dieses Riesenteil an der Angel. Und damit beginnt dann halt das Unheil in dieser Stadt. Und da kommt dann halt dieses Monsterteil da zu dieser Stadt. Und da seht ihr diese Königin und ja, sie gehört die Stadt und sie wird halt angegriffen. Und dann beginnt der Kampf und es war ziemlich actionlastig, was sonst nicht so ist in diesem Manga. Wie ihr hier seht, da geht ganz schön die Post ab. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich schon richtig irre auf den nächsten Teil. Ja, hier habt ihr diese übertriebene Kuhdame. Die finde ich schon ziemlich krass, so wie die aussieht. Ja, die ist ja halt so eine Schmiedin. Sie schmiedet halt Sachen und halt so typisch Fantasy. Ja, da freue ich mich schon auf den nächsten Band. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Band, beziehungsweise zu zwei Bänden. Das ist ja diese Manga-Reihe, wo die gegeneinander kämpfen. Da ist ja diese Yuki. Die ihr Vater will ja halt, dass sie so eine richtige Kämpferin wird, so eine Nacktkämpferin. Aber sie möchte lieber als ein normales Mädchen sein und möchte normale Mädchenklamotten tragen. Aber es kommt immer wieder dazu, dass sie die Klamotten ausziehen muss, weil sie gegen andere Nacktkämpferinnen kämpft. Und die haben ja nur die volle Power, wenn die nichts anhaben. Ne? Okay. Und das ist hier so die erste richtige Gegnerin, die von einer anderen Familie kommt, die dann auch 100 Jahre regieren wollen. Und dadurch muss dann halt dieser Clan gewinnen. Und sie hier ist vom anderen Clan. Und da gibt es dann einige Kämpfe und da gibt es dann auch ein paar Clans, die verbünden sich miteinander. Ja, das finde ich ganz gut. Und so wird es dann halt zu kleineren Gruppen, die dann gegen größere Clans kämpfen. Sie hier übrigens, ja, da musste ich ja wirklich dumm gucken. Sie ist ja wirklich Tennisspielerin. Alles klar, ne? Bei den Outfit, Tennis spielen. Ja, super. Da würden die Leute nur noch Tennis gucken. Zumindest die Männer, ne? So. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Sie hier ist auf jeden Fall super krass, muss ich zu sagen. Der Manga ist, glaube ich, auch erst ab 16 oder 18, keine Ahnung. Ist auch gerechtfertigt. Der Manga hat leider keine Farbseiten. Ich kann da auch nicht so viel reinblättern, weil es ist echt schwierig. Es ist hier wirklich fast auf jeder Seite Nippelalarm. So. Ja, ja, da kann man wirklich nicht viel zeigen. Ich suche gerade mal eine Seite.
damit ihr mal so ein bisschen den Zeichenstil sehen könnt. Ja, jetzt habe ich hier eine schöne Seite, aber da sieht der Zeichenstil nicht so toll aus. Es geht halt um die Kämpfe. Nehmen wir mal, ja, hier seht ihr so ein bisschen davon, wie die aussehen. Ja, das ist mal eine Seite, die nicht ganz so freizügig ist. Auf jeden Fall toller Manga. Ich mag ihn. Der ist ja auch mit 5 Bänden abgeschlossen. Und wenn ihr schon bei mir im Schandestapel gesehen habt, ich habe alle Bände davon da, nur noch nicht gelesen. Und ihr wisst, die Mangas kommen erst in mein Regal, wie ihr im Hintergrund seht, wenn ich sie gelesen habe, sonst sind sie auf den Schandestapel. Also ich mag es nicht, rein im Regal zu haben, die ich nicht gelesen habe. Dann kommen wir zum nächsten, das ist auch schnell abgehandelt, Schulmädchenreport Band 4, hatte ich damals gebraucht bekommen, ist Girls Love, ja, du könntest vielleicht nicht glauben, aber es ist Girls Love, sind immer so Episoden, ja, das, ich würde schon sagen zwischendurch, aber ihr wisst, was ich von zwischendurch halte, ne? Kenner wissen das hier auf dem Kanal, was das für mich bedeutet. Nein, aber ist so ein, ja, finde Päuschen, wenn man ein Päuschen macht und nicht so viel nachdenken will, ist das ein toller Manga. Sind halt immer Kurzgeschichten drin, sind aber halt immer von den gleichen. Und irgendwie mag ich aber auch den Zeichenstil ziemlich, gefällt mir sehr. Und ich denke mir, deshalb werde ich mir vielleicht noch mal ein paar davon kaufen. Vielleicht sehe ich ja ein paar Gebrauchte auf der Messe, weil ich werde jetzt im Oktober auf die Spielemesse Essen gehen und ich werde da von Donnerstag bis Samstag, vielleicht auch noch Sonntag, verweilen. Also wenn ihr mich da irgendwo suchen sollt, schaut einfach mal überall, wo es Nerdkram gibt. In den Hallen halte ich mich meistens auf. Ja, können wir vielleicht mal Hallo sagen. Ja. Und das war halt Schulmädchenreport. Derzeit sind, glaube ich, 8 oder 9 Bände draußen. Und wenn ihr Girls Love mögt und was für zwischendurch, na, nicht für zwischendurch, also um vielleicht den nächsten Manga zu überbrücken, kostet aber leider mittlerweile 8,99. Ich denke mal, so eine Reihe, die nicht so gut läuft, sonst hätte man es wahrscheinlich eingestellt, ja. Dann kommen wir zum nächsten, den habe ich mir erst heute gekauft. Ich habe gedacht, der Manga wäre schon lange draußen, in der Vorschau von Panini schon Band 8 drin und jetzt kam wohl erst Band 7 raus und ich dachte immer, der wäre schon längst draußen. Habe ich aber erst angefangen zu lesen. Ja, ich schaue mal kurz rein, ob ich da was zeigen kann. Zeichenstil gefällt mir wieder sehr. Ich finde es oder so, diese ganzen Reihen von Panini, die alle so ein bisschen edgy angehaucht sind, da finde ich den Zeichenstil besonders schön. Keine Ahnung. Ja, hier ist ja er hier. Ich wüsste nicht, ob ihr den kennt. Das hier ist eine, ja, so eine Lehrerin. Und er soll Frauen erobern, weil sie schreibt so ein Buch über eine Geschichte, über so ein historisches Buch, über so einen Prinzen, der immer verschiedene Frauen erobert hat. Und er soll dann die Rolle übernehmen. Ja, aber am Anfang von dem Manga, läuft es nicht ganz so gut für ihn. Da seht ihr ihn halt, da muss er Mädchenkleidung anziehen, weil es ist auf so ein Unifest und sie haben keinen anderen gefunden und er muss halt ein Kimono wie Mädel anziehen. Natürlich meinen die Mädels auch alle, weil er aussieht wie ein Mädchen, dass er auch ein Mädchen ist, weil er wurde ja vor den alten Mangas, ich weiß nicht, ob ihr die Reihe kennt, hat er Angst gehabt vor Mädels und er wurde immer vor Mädels gehänselt. Und um ihn zu erniedrigen, haben sie ihn auch immer als Mädchen angekleidet, um ihn zu ärgern. Und er wird dann nicht ganz fertig, dass er aussieht wie ein Mädel. Und hier muss er dann halt auch noch so arbeiten, der arme Kerl. Ja, und da lernt er halt seine nächste Favoritin kennen, die er erobern will. Das ist halt eine Sportlerin. Ich schau mal kurz, ob wir die hier finden. Da ist er auch nochmal, der arme Kerl. Ja, ja, wo ist denn die Sportlerin? Hier haben wir die Sportlerin und die soll ja erobern. Aber ihr seht, ich bin erst hier, muss ich noch so einiges lesen. Ja, da freue ich mich drauf, dass der weitergeht und bald kommt Band 8 raus. Ich weiß nicht, wie lange die Reihe gehen wird. Ja, mehr kann ich dazu auch jetzt nicht sagen, weil der ist ja erst angelesen, wie ihr gesehen habt. Und dann noch was. Ich hatte hier ja mal mein Leid geklagt, diesen Manga, weil der hier so blau ist und der Umschlag und ich dachte Fehldruck oder ob der Umschlag kaputt ist, war halt gebrauchtes. Ich habe da ja 3 Bände von und ja, da habe ich dann gedacht, kriegst du ihn irgendwo anders noch her. Und siehe da, ich war heute im Comicladen
und die hatten so eine Grabbelkiste da gehabt. Und ich habe ihn gefunden und er sieht vernünftig aus. Den werde ich auch gar nicht lesen. Ich werde den kaputten lesen und der kommt dann halt so in mein Regal. Außer hier, was dann hört er das, da war ein Preis drauf und das klebt. Da muss ich mal gucken, dass ich das noch ein bisschen wegkriege. Ich glaube, mit Olivenöl ging das ganz gut. Jo, das war der. Und dann kommen wir zum nächsten. Da will ich auch nicht zu viel verraten. Ist nämlich ein Abschlussband. Mein 23. Sklave, Band 10. Und es waren wieder Kämpfe da drin. Diesmal waren die nicht ganz so abgedreht. Davor war ja ein, da mussten die um eine Wette abnehmen. Und da war schon ziemlich krasse Sachen bei. Hier ging es eigentlich so von den Kämpfen her. Und am Ende ist auch noch so ein bisschen ein Rückblick. Das hat mir ganz gut gefallen. Die Reihe an sich hat mir, muss ich schon sagen, zwischendurch habe ich ja so ein bisschen am Zweifeln. Aber im Endeffekt hat sie mir ja für 10 Bände schon sehr gut gefallen. Und ich habe gesehen, da waren schon so Andeutungen und habe noch mal ein bisschen gegoogelt. Da wird wohl ein Spin-off von kommen. Also wird die Reihe wohl weitergehen. Ich schaue mal hinten kurz rein. Ich meine, da war doch schon irgendwie eine kleine Botschaft drin gewesen. Ja, ich will jetzt auch nicht spoilern hier. Schau mal kurz rein. Nee, dann hatte ich das wohl im Internet gesehen, dass davon noch ein Spin-off rauskommt. Oder in irgendeiner Vorschau stand das drin. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall freue ich mich dann, wenn die Reihe weitergeht oder halt mit einer anderen Besatzung. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und wie gesagt, vom Planet Manga. Ja, die Rückseite sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Sieht so ein bisschen aus wie diese Ghibli-Filme oder wie die hießen. Genau. Ja, 7,99 das Teil. So, ich merke schon wieder, ich werde wieder viel zu viel gelabert. Ich zeige euch mal den hier. Band 2. Ist das Band 2? Es ist Band 2. Ja, davon habe ich mir den Schuber geholt und hat mir sehr gut gefallen. Es ist ja halt von Melanie Schober. Ist eine deutsche Schriftstellerin. Und ja, ich gucke mal die Farbseiten, ob ich euch die zeigen kann. Ja, die sieht so aus. Ich finde, die sieht ein bisschen schlechter aus wie die normale Zeichnung. Weil das Bunte ist so ein bisschen aquarell gehalten. Und ja, und das sieht dann so normal gezeichnet. Also schwarz-weiß gefällt mir das wirklich besser. Und es geht ja darum, hier habt ihr, zack, da ist es unten. Sie hinten drauf ist die Schwester von einem Bandenboss. Es sind ja hier gerade die zwei Clans, die sich so ein bisschen bekriegen. Und da ist hier, wo haben wir den? Ja, hier ist übrigens diese, ja, diese Bitch, würde ich sagen, die mit diesem Clan-Boss dann auch zusammen ist und die total fies ist. Die nehmen dann halt diesen anderen Typen, den hier von den anderen Clan gefangen. Und sie möchte dann halt, dass sie ihn foltern. Und es ist auch schon sehr derb, muss ich sagen. Allgemein, Melanie Schober schreibt die Sachen schon sehr derb. Es ist dann wirklich, für Kinder ist es glaube ich nicht, weil es wirklich schon sehr hart teilweise zugeht. Und die nehmen den halt hier gefangen und die Schwester hat so ein bisschen Mitleid mit ihm. Erst findet sie ihn ja richtig scheiße. Und wenn er hier noch den Bruder angreift und sie liebt ja ihren Bruder. Ja, aber so nach und nach entwickelt sich so ein bisschen was zwischen den beiden und ja, sie findet ihn dann immer besser und sie, ja, ich will auch nicht zu viel verraten. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen bis jetzt. Ich bin gespannt, wie die Reihe weitergeht. Man hat nachher auch einen Rückblick, wieso sie ihren Bruder so liebt. Dann sieht man Sachen aus ihrer Kindheit, wie sie durch dick und dünn gegangen sind und so weiter, ja. Ich kann auch mal reinblättern, aber da muss ich auch wirklich mal Gas geben. Ja, da ist noch dieser Typ hier, der hat so Fähigkeiten, wenn er das Blut von den anderen trinkt, hat nichts mit dem Vampir zu tun. Ja, und den wollen sie auch in seiner Bande haben, der soll überlaufen, aber er will nicht so wirklich, ja. Das Styling finde ich ganz gut und den Manga gab es, glaube ich, früher schon mal und das sind halt eine Neuauflage. So, dann kommen wir zu Testament of the U-Devil. Band 5 und 6 habe ich gelesen. Die Reihe hat ja lange bei mir pausiert. Und jetzt habe ich mal wieder Gas gegeben. Bin richtig Feuer und Flamme. Und ich habe gesehen, die hört schon wieder mit 9 Bänden auf.
Er hier kämpft ja hier gegen seinen Kollegen, den er aus der Kindheit hatte, gegen diesen Heldenclan. Hier habt ihr noch mal ein bisschen Farbseite, kann ich euch zeigen. Der kämpft ja gegen diesen hier. Das hier sind die halt als Kinder, die beiden. Und der ist ja in diesem Heldenclan drin, der hier. Und er beschützt ja halt diese Dämonenkönigin. Das ist hier die Yuki, die stößt ja auch noch dazu. Wo dann noch im Band 6 was Besonderes mit passiert. Ja, war auf jeden Fall wieder eine Menge Kämpfe, wie ihr hier seht. Ich finde den Zeichenstil wirklich grandios, gefällt mir super. Das war eigentlich der Grund, wieso ich den Manga kaufe. Ich muss sagen, viele Mangas kaufe ich mir nach Cover und nach Zeichnung. Ich gucke manchmal auch gar nicht, was dann die Story ist. Ich lasse mich da lieber überraschen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Hier habt ihr den Rückblick, seht ihr, wie er halt als Kinder wie zusammen aufgewachsen sind. Und jetzt in diesem Manga sind sie halt gegeneinander am Kämpfen. Und ja, da geht es so richtig zur Sache. Und ja, so sieht's aus. Wie gesagt, ich kaufe mir die Sachen nach Cover und dann schaue ich mir die Zeichnung an und dann greife ich zu. Also ab und zu lese ich mir dann auch noch durch, was hinten drauf steht, aber ich lasse mich da mehr überraschen. Dann haben wir hier Band 6. Ja, das sieht so aus. Ist schon wieder ein bisschen freizügiger. Der ging eigentlich relativ locker los, der Manga, der Band 6. Und ja, hier habt ihr ihn mit einer Unterhose auf dem Kopf. Das ist ja sehr oft bei Mangas. Weil die Kleine hier ist ja ganz schön böse. Ist ja so eine, wie heißt es ja auch so ein Dämonin. Und das ist halt die Dämonenkönigin. Und am Anfang war so ein bisschen Slice of Life, hat mir sehr gut gefallen, bis dann wieder ein neuer Gegner aufgetaucht ist. Wo haben wir ihn? Ja, ich schau mal kurz. Nee, habe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall diese Yuki, das ist ja sie hier. Nee, sie hier, die hier hinten. Na, von hinten ist jetzt doof, kann man sie nicht so sehen. Wo haben wir denn Yuki? Yuki, Yuki. Ja, schwierig. Da ist er. Sie hier möchte dann auch so einen Pakt machen, wie die Dämonenkönigin mit ihnen hat. Das heißt, er holt sich die Energie von ihr durch Begrabschen. Ja, so sieht's aus. Das ist halt diese Hentai-Sache in diesem Manga, dass er sich immer über Begrabschen mehr Energie holt, weil die so einen Pakt haben. Und dann gibt es zwischen ihr und der Dämonenkönigin einige Eifersüchteleien und ja, da ist dann wieder richtig Feuer in der Geschichte. Gefällt mir super, gefällt mir so gut, dass ich mir heute dann noch Band 7 gekauft habe, die ich natürlich noch nicht gelesen habe. Vielleicht im nächsten Update. Und Band 8 habe ich mir dann noch geholt. Und ich glaube, nächsten oder übernächsten Monat kommt Band 9 und das ist leider schon zu Ende. Ja, wie gesagt, gefällt mir sehr gut die Reihe. So, dann kommen wir zum, ja, ich habe immer den Hang, die Sachen wieder schnell zu sortieren, aber nee, ich habe keine Zeit, jetzt habe ich fast die Kamera umgeworfen. Sehr unprofessionell. Ja, hier haben wir Prison School, die Reihe, entweder mal liebt man sie oder man hasst sie. Ich liebe diese Reihe und ich bekenne mich dazu, ich mag auch die zweite Vorsitzende sehr. Ist, weiß ich nicht. Es hat nichts mit der Optik zu tun. Ich mag ihre Blödheit. Und ja, sie ist das typische. Ja, ich weiß nicht, verkörpert sie irgendein Frauenbild? Nein, ich finde sie wirklich, das hat mit Frau, glaube ich, nichts zu tun, was sie ist. Sie ist einfach durchgeknallt. So, also, ja, kann man schlecht beschreiben. Und der gute André liebt sie ja über alles und vergöttert sie. Ja, aber hier gibt es ja noch ein paar andere, wie die zweite Vorsitzende ist zum Beispiel sie hier. Das ist eine Wärterin, die mittlerweile auch so ein bisschen die Freundin von André ist. Denn der André, wenn ihr wisst, der mag es ja immer sehr hart und sie hat langsam versteht sie ihn ein wenig. Ja, es geht natürlich wieder um den Ausbruch. Die wollen wieder da raus. Ich schau mal, was man da wieder zeigen kann. Zeichenstil ist natürlich wieder top. Ich weiß auch nicht, wieso diese bisschen versauten Mangas immer diesen guten Zeichenstil haben. Oder es kommt mir einfach nur so vor. Keine Ahnung. Ja, es ist wieder schwierig, hier reinzublättern. Ja, hier habt ihr ihn hier und er versucht praktisch an die Sachen zu kommen. Die anderen haben praktisch die Sachen für den Ausbruch besorgt und haben die unter, ich glaube sogar unter diesen Tisch hier geklebt. Und er versucht rauszukommen auf die Toilette, um, nee, die sind glaube ich auf der Toilette, die Sachen,
versucht auf die Toilette immer zu kommen, um die Sachen da rauszuschmuggeln. Dafür sucht er alles für, damit er irgendwie auf die Toilette gehen kann. Er bettelt, dass er auf dem Klo ist und sie sagt, nein, darf nicht auf dem Klo. Da macht er sich sogar etwas in die Hose, damit er, oder hat, glaube ich, so nur gekleckert, damit es so aussieht, damit er aufs Klo gehen kann. Und das ist wirklich ein harter Kampf, dass er da hingehen kann. Das klappt nicht so richtig. Im Endeffekt geht sie dann nachher mit und kontrolliert, ob er wirklich pinkelt. Es ist alles gar nicht so einfach, wie die dann an die Sachen für den Ausbruch kommen. Ist auf jeden Fall wieder richtig spannend. Der Manga, finde, der hat nicht nur edgy Sachen, der ist natürlich auch sehr spannend. Ich finde schade, dass er hier mittlerweile so ein bisschen im Hintergrund getreten ist. Er ist jetzt nicht mehr so der Hauptakteur. Wünsche ich mir, dass er wieder da ist. Mit Verlaub würde mir das doch sehr gut gefallen. Ja, es ging ja wieder um irgendwelche Plastikflaschen und die Gruppe haben ja damals so ein Vehikel gebaut aus Plastikflaschen und da gibt es noch eine Flasche, die vergöttern sie und dann stehen sie davor und die sind so vorne weg und checken gar nicht, dass es eigentlich wieder um den Ausbruch geht. Die haben sich wirklich in ihrem Thema verfangen. Ja, so geht das dann dazu. Ja, ich schaue nochmal, ob ich was zeigen kann. Ja, noch einmal ein bisschen Zeichenstil. Ja, schön. Da bin ich mal gespannt, wie lange das noch geht. Ich habe da irgendwas Leuten gehört, bis 21 Bände soll es davon geben. Von mir aus kann die Reihe unendlich weitergehen, so wie Bleach oder Naruto. Kein Problem. So, dann haben wir hier noch Werewolf Games. Davon habe ich euch schon ein Review gemacht. Da habe ich dann auch den zweiten Band gelesen. Die Reihe ist sehr, sehr spannend, ist mit 3 Bänden ja auch abgeschlossen. Und hat mir wirklich super gefallen bis jetzt. Zwischendurch werden die Leute ja immer da aufgerufen und dann müssen die ja entweder einen töten oder er stirbt freiwillig oder beziehungsweise er wird getötet von dieser Stimme, wo ich mir halt immer die Stimme von The Saw vorstelle. Das ist so richtig drin im Kopf. Das macht den Manga dann doppelt so geil. Ich habe auch den Soundtrack von The Saw, den kann man sehr gut bei diesem Manga hören. Passt auf jeden Fall gut dazu. Ich weiß nicht, hört ihr auch Musik, wenn ihr Manga lest? Ich finde es sehr zu empfehlen, wirklich so Soundtracks, weil da singt ja keiner, es lenkt nicht ab. Das macht noch mehr Atmosphäre, wenn ihr bestimmte Mangas liest. Und gerade bei Horror-Mangas ist das sehr, sehr geil. Jo, das war dies. Und dann haben wir noch Kase. Ja, und es gibt kein Update hier ohne Toriko. Ja, da habe ich jetzt Band 22 und 23 gelesen und so langsam hole ich ein wenig auf. Jetzt bleibe ich richtig dran an der Sache. Ja, hier diese Fratze im Hintergrund, die sieht ja schon so ein bisschen aus wie ein Kürbiskopf. Das hat ja schon was von Halloween. Ja, diesmal ging es hier in den Band 22. Der war jetzt, eigentlich liebe ich diese Mangas und da geht immer richtig die Post ab. Da war diesmal nicht ganz so viel los, da haben die so ein bisschen erholt. Es ging dann halt um die Kämpfe noch hier, um diesen Trainer, den er die Tischmanieren beigebracht hat. Und ja, ich will auch jetzt nicht so viel spoilern. Spoilern kann man eigentlich nicht mehr so viel bei so einem alten Manga, weil 23 schon ein bisschen her, die sind jetzt bei über 30. Ich blätter einfach mal so ein bisschen rein. Hier gibt es jetzt, ah ja, hier seht ihr schon den Anfang des 23. Mangas. Hier seht ihr so Biester. Es gibt da verschiedene Biester, die unheimlich hohes Fanglevel haben, gegen die dann halt die vier Könige kämpfen. Darunter ist zum Beispiel auch Toriko von diesen Königen. Und ja, diese vier Wesen haben was miteinander zu tun. Das klärt sich dann halt in den zweiten Band, weil, ich zeige euch mal kurz den zweiten Band, diese vier Biester sind in Wirklichkeit ein Biest. Ja, das Biest besteht aus vier Biestern, also in der Mitte ist, ich zeige euch nochmal hier, ja, wie das dann so im Einzelnen aussieht, denn hier ist dieses Biest, wo diese anderen vier Biester angeschlossen sind und dieses Biest geht jetzt in diese Menschenwelt, es lebt ja eigentlich in seiner Welt und taucht jetzt da auf und jetzt ist es wirklich so wie Godzilla, wie ihr seht, kommt in die Stadt und bringt Unheil über die Menschen. Diese vier Biester sind natürlich noch mit da dran. Und Toriko und die vier Könige kämpfen gegen den, ihr seht hier so Tentakelmonster. Es fällt so grüner Regen. Der grüne Regen ist ganz gefährlich. Er verseucht die Menschen. Innerhalb einer Stunde müssen die Medizin haben, sonst sterben die. Aber der Koch von Toriko kommt auf eine Idee.
Er wollte einen anderen kontaktieren, der halt Medizin kochen kann, aber es ist viel zu wenig für die Millionen von Menschen. Und dieser eine Koch ruft dann alle anderen Köche, die er im Lande findet, die so schnell da sein können. Und es kommt wirklich die Elite der Köche, die dann halt diese lila Frucht machen, die dann halt gegen diesen grünen Regen sind. Sonst sterben die Menschen ja innerhalb einer Stunde. Und es ist erst sehr schwierig, diese Köche zusammenzutrommeln. Und es sind auch viele Köche, die bis jetzt im Lauf des Mangas aufgetaucht sind, die ihr aus den Geschichten kennt. Und das finde ich sehr cool. Und hier seht ihr Fanglevel 310, 320, weil dieses Biest steigt immer weiter, das wird immer stärker und immer härter. Und hier habt ihr einen von diesen Köchen und das hier. Das sind alles Köche, die ihr schon aus den anderen Reihen kennt, die bis jetzt da waren. Und das hier ist diese Frucht. Und es gibt immer mehr Zeitdruck und er findet natürlich wieder die Lösung, um die ganzen Menschen versuchen, die dann halt zu retten. Sonst gibt es ja Millionen von Tote. Und ihr seht, ihr sind die vier Könige. Sie sind schon völlig fertig. Der Manga hat mich wirklich plattgehauen. Ich fand den richtig, richtig geil wieder. Ich fand, der 22. hat noch so richtig den Schwung genommen, weil er ein bisschen schwach war im Gegensatz zu den anderen, die bis jetzt so kamen. Und der 23. hat das wieder rausgeholt. Toriko, ich liebe diesen Manga. Und kostet übrigens nur 6,50 €. Das ist ja heutzutage gar nicht so teuer. Und hier ist ja das schöne Rückenbild, die, aber die zeige ich euch gleich nochmal. Und dann hatte ich mir noch, da habe ich auch ein Review von gemacht, Brynhilde in the Darkness gekauft. Die Box habe ich erst die erste, aber wie gesagt, ich gehe auf der Spielemesse. Da gibt es ja so viel. Ja, ich kaufe da meist keine Brettspiele. Ich gehe mal in diese Nerdhallen und kaufe mir da irgendwelche Sachen. Und vielleicht kann ich mir da schon die zweite DVD holen, beziehungsweise Blu-ray, genauso wie vom Monstermädchen. Und dann hatte ich mir noch diese kleine Figur mitgenommen letztens bei Saturn. Musste sein, ist ein Amiibo. Ich habe zwar kein Nintendo, aber ja, ich konnte da drauf einfach nicht drauf verzichten. Ich fand sie sehr, sehr schick und da musste die auf jeden Fall mit. Wie ihr seht, die sieht ja wohl toll aus, oder? Ja, das war das dann, was ich euch zeigen wollte. Stellt euch es noch mal einmal kurz hin, damit ihr wieder die Buchrückenansicht seht von den Büchern. Ich zeige euch auch die, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, die im nächsten Dings. Ja, das ist ein bisschen schwach hier, die Buchrücken bei Dings hat mir jetzt nicht so zugesagt. Aber dann haben wir noch das hier als Buchrücken. Ja, sind jetzt nicht. Toriko sieht natürlich geil aus, weil da wieder diese Bilder dran sind. Und dann haben wir noch die hier. Schön bunt. Planet Manga ist immer schön bunt. Ja, das war's hier vom Manga-Update und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr Bock habt. Lasst mal einen Daumen da oder ein Abo, kostet ja nichts hier. Ja, bis denn. Ciao.